Meine Damen und Herren, ich bin hier in der Landschaftsstraße. Die ist zurzeit gesperrt, weil wir Baumaßnahmen machen. Die Firma Jung verlegt hier Lampenkabel für die Stadtwerke, damit wir die Beleuchtung noch abändern. Und es geht dann hier an der Trafostation, die daneben liegt, auch los, dass wir Glasfaser verlegen in die Luitpoldstraße, in das Neubaugebiet am anderen Wunderlichweg. Das machen die Stadtwerke Kusel mit dem hohen Finanzaufwand, damit dort schnelles Internet für die Menschen liegt. Das ist hier ein Stück Fortschritt, den wir in Kusel Stück für Stück uns erarbeiten. Leider ist das so, dass die Ausbaumaßnahmen bei Glasfaser nicht so optimal koordiniert sind und wir deshalb immer wieder in Lücken einspringen und das selber machen. Aber ich denke, das gehört heute dazu, damit gerade in diesen nicht leichten Corona-Zeiten auch Homeoffice und die Arbeit von Schülerinnen und Schülern und anderen zu Hause möglich ist. Ihnen alles Gute, trotz der Schwierigkeiten.